Es ist schon neun, die Freude ist groß, jetzt geht die neue Schelmschau los. Willkommen beim Schelm im Schelmkeller. Es ist wieder ein Montag und somit wird es mal wieder Zeit, dass ihr euch von mir zutexten lasst mit den Neuheiten aus der DSA-Welt, mit einigen vielleicht hilfreichen Tipps, wie ihr eure Abenteuer selbst layouten und ins Skriptorium stellen könnt und all dem, was euch noch so einfällt. Ich freue mich natürlich über jede Beteiligung von euch in Form von Chatbeiträgen. Momentan haben wir sagenhafte 4 Zuschauer, das wird ja immer besser. Dann kann das ja nur ein schöner Abend werden. Lasst uns mal anfangen mit den Nachrichten, wie jede Woche. Jo. Beginnen wir mit einem der wahrscheinlich überraschenderen Themen, denn Ulysses hat in der letzten Woche etwas überraschend verkündet, dass jetzt ein virtueller Tabletop für DSA endlich auf den Markt kommt, und zwar für den Foundry VTT, also Foundry Virtual Tabletop ist einer von mehreren Anbietern, die es schon länger gibt, hauptsächlich für D&D-Produkte, und jetzt wird auch von Ulysses für Foundry ein eigenes Regelset sozusagen entwickelt. Ein öffentliches Git-Repository dafür haben sie bereits online gestellt. Da kann man schon mal so die Grundlagen sich einmal angucken. Die eigentlichen Regeln werden aber jetzt dann in Form von zubuchbaren Komponenten nach und nach veröffentlicht. Wann genau, wie genau, zu welchem Preis genau, das will Ulysses wahrscheinlich am Mittwoch in dem Stream auf dem Ulysses YouTube-Kanal oder Twitch-Kanal bekannt geben. Genaueres weiß man noch nicht. Ich habe mir den GitLab-Kanal mal, das Git-Repository mal angesehen und fand es schon ganz spannend. Das liest sich eigentlich ganz gut. Also wer ein bisschen was mit Programmierung am Hut hat, der könnte da vielleicht auch Spaß haben, eigene Erweiterungen mal für zu schreiben. Ich finde es großartig, dass das jetzt endlich mal kommt. Es ist nicht Roll20, was wahrscheinlich bekannter ist, aber Foundry hat ja auch ganz, ganz gute Kritiken und anscheinend ist die Programmierung da auch ein bisschen einfacher. Also an Roll20 wird auch weiterhin gearbeitet, soll auch irgendwann kommen, aber das ist ein bisschen später, weil es einfach komplexer ist, dafür was zu entwickeln. Wer sich dafür interessiert, im Ulysses Discord wird da schon eifrig drüber diskutiert. Viele Leute haben es auch schon gekauft, ich habe es auch schon gekauft und werde es dann jetzt die Tage mal irgendwann als Server installieren und ausprobieren. Vielleicht machen wir mal eine Folge nur zu, wie setze ich eigene Abenteuer für Foundry VTT auf. Nicht nur diese Neuigkeit gab es, denn auch bei Bluebricks ist endlich ein weiteres Paket in den Versand gegangen. Es ist der Magierturm zu Yol'Gurmak, der ja schon seit längerem angekündigt war. Der war eigentlich schon fast genau zeitgleich mit der Torvaler Otter angekündigt worden. Das heißt, den kennt man jetzt schon seit über einem Jahr. Aber der ist jetzt tatsächlich unterwegs. Meiner ist leider heute noch nicht hier. Das hat vielleicht ein bisschen mit der Witterung draußen zu tun. Bei uns fährt gerade in der Straße kein Auto und ich denke mal, DHL hätte da auch etwas Probleme, das zu liefern. Aber ich denke, in den nächsten Tagen wird mir das zugehen und dann werde ich mich mal ans Basteln setzen. Ich glaube nicht, dass ich einen Livestream machen werde, wo das alles gebaut wird, denn das sind ja, was war es, 2.500 Teile oder so, 2.000 Teile. In jedem Fall doch durchaus was zu tun. Wer wissen möchte, ob dieses Set das Ganze wert ist, denn es kostet immerhin 74,95 € bei Bluebricks, der kann schon mal einen Blick in die Bastelanleitung, in die Bauanleitung werfen. Die ist bei Bluebricks immer kostenlos, solange man sich dort registriert hat. Also einfach anmelden, kostet nichts und dann könnt ihr euch da die Bauanleitung runterladen und angucken, ob euch das gefällt oder nicht. Der letzte Bauschritt sind übrigens die Kotongis, die oben drauf gesetzt werden. Also dann, ich finde, ein Lego-ähnliches Klemmbaustein-Set, das Kotongis darin hat, muss ja schon mal gut sein. Ne? Ich gehe jetzt nicht auf die ganze Kontroverse mit dem Held der Steine und diesem Markennamen da ein, den ich gerade versehentlich schon genannt habe. Das rutscht einem ja schneller mal aus. Ja, guckt es euch an. Ich habe bisher mit den Bluebricks-Sets ziemlich gute Erfahrungen gemacht und ich werde mir auch das sicherlich gerne mal angucken. Ja, Gernot sagt schon, wir können ja einen Baubattle machen. Also er möchte das auch in seinem Hinter-dem-Auge-Podcast mal präsentieren und mal sehen, wer eher fertig ist.
Firun zürnte demjenigen die Dämonentürme bestellen, sagt Engor. Ja, wohl wahr, aber vielleicht bestelle ich den ja nur, um ihn kaputt zu machen. Kann ja auch sein. Wer türmt schneller? Ja. Genau, das war Yol'Gurmak. Endlich geht's los. Wann der Nahema-Turm kommen wird, ist noch nicht klar. Da muss man bei Blu-Rex eigentlich immer nur warten, bis irgendwelche Container aus China kommen. Und das kann keiner so genau vorhersagen. Öfter mal auf der Seite vorbeischauen. Oder wenn ihr schon angemeldet seid, könnt ihr auch einfach so ein Häkchen setzen, dass ihr benachrichtigt werden wollt über eure E-Mail-Adresse, wenn das Ding dann da ist. Sollte man vielleicht auch tun, weil manche Sets sind sehr schnell wieder ausverkauft. Das Crowdfunding von Die Schwarze Katze Fasar Brüchiger Frieden geht so langsam in den... ein gemeinsamer Stream. Ja, können wir auch gerne machen. Klar, komme ich gerne zurück drauf, Gernot. Die Schwarze Katze geht in den Endspurt. Wir haben nur noch 2 Tage. Mittwochabend um 8 Uhr ist das Ganze erledigt. Und momentan haben wir die 100.000 überschritten. Ich glaube, wir sind bei 104.000 ungefähr. Wir haben mehr als 550 Unterstützer, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Das heißt auch, dass jetzt Gott sei Dank endlich ein lange gefordertes Zusatzprodukt freigeschaltet worden ist, nämlich diese formschöne Kiste, die man jetzt hier sieht. Vorher gab es tatsächlich keine Sammelbox. Also wenn jetzt nicht genügend Leute zusammengekommen wären, hätte Ulysses diesmal auf die Sammelbox verzichtet, weil die sich erst ab einer bestimmten Stückzahl lohnt. Aber jetzt, ich glaube, bei 95.000 oder so wurde die freigeschaltet. Also alle, die, wie ich, das Ding auch irgendwie formschön im Schrank stehen haben wollen, können jetzt das Ding für 30 Euro dazu buchen. Ist, glaube ich, das erste Zusatzprodukt, was nicht in dem All-Inclusive-Paket mit drin ist. Und ich finde es ja anscheinend deshalb cool, weil da die Hieroglyphen drauf sind. Ich habe euch die Hieroglyphen ja schon gestern, schon letzte Woche in dem Stream einmal versucht zu übersetzen. Und ich bin sehr froh, dass Eismann, also Jens Ulrich, auf Facebook tatsächlich auch jetzt die tatsächliche richtige Übersetzung verkündet hat. Also es heißt tatsächlich die Katze schwarz. Also das hier unten die Eule und dieses Ding da auch immer, was das da sein soll, heißt zusammen schwarz. Und die Katze kann man ja recht eindeutig in der Mitte erkennen. Wobei, diese Katze an sich ist nur eine Erläuterung für die 3 Zeichen darüber. Denn eigentlich heißen die 3 Zeichen darüber Katze. Und das darunter ist nur, um das klarzustellen. Also haben wir mal wieder richtig geraten. Wer beim Schelm reingeschaut hat, hat es zuerst gewusst. Es gibt aber auch nicht nur Neuheiten in Form eines neuen Produktes, sondern es gibt auch noch eine 4. spielbare Spezies. Neben den Mungos, die ja zuletzt freigeschaltet wurden, den Hunden und den Fennecs, also den Wüstenfüchsen, sind jetzt auch die Erdwölfe noch freigeschaltet worden. Und hier sehen wir einen kleinen Vorgeschmack auf diese lustigen Kreaturen. Kann ich euch nicht viel zu sagen. Keine Ahnung, was ein Erdwolf ist. Aber ich denke, wenn ihr das Crowdfunding noch unterstützt, bis Mittwoch habt ihr Zeit, dann werdet ihr es erfahren. Lustig finde ich immer wieder, dass bei den Schätzungen da auch immer wieder die Leute ziemlich daneben liegen. Also es wurde schon vor ein paar Tagen, kamen dann schon so Sprüche wie hoffentlich erreichen wir die 80.000 noch und so weiter. Die Erfahrung zeigt eigentlich diese berühmte Kickstarter-Weisheit, erstes Drittel in den ersten einen Tag oder 2 Tagen, zweites Drittel in den letzten 2 Tagen und das dritte Drittel in den Tagen dazwischen. So oder ähnlich könnte das auch hier aussehen. Das ist der bisherige Verlauf des Crowdfundings, Stand heute Mittag. Und man sieht da schon, es ist die letzten Stunden und Tage jetzt ein bisschen abgegangen. Das lag unter anderem auch an dieser Box, die freigeschaltet wurde. Und wir sehen tatsächlich unten sogar auch, dass sich durch die Box jetzt ein wenig die Unterstützungsbeitrag, die Unterstützerzahl ein bisschen erhöht hat. Also das hat sich wohl gelohnt, dass da jetzt noch ein paar Leute eingestiegen sind. Meine Schätzung ist wahrscheinlich ähnlich wie die von Gernot noch. Ungefähr 130.000 bis 140.000 werden wir am Ende bei rauskommen. Mal gucken, ob das stimmt. Das war übrigens auch schon meine Schätzung nach dem ersten Tag. Insofern, das hat sich nicht groß geändert. Wir sind jetzt momentan bei ungefähr 80% des Werkzeuge des Meisters Crowdfunding und das ist bei 170.000 gelandet. Also wären wir irgendwie bei 138.000 mit diesem Crowdfunding, wenn wir den gleichen Rhythmus jetzt einhalten würden. Die Regel hat ein weiser, nicht so alter Mann mal aufgestellt. Ja, keine Ahnung. Die habe ich schon aus mehreren Quellen gehört. So, dann
fiel mir gar nicht mehr so viel Neues an Neuheiten ein diese Woche. Deshalb gehe ich nochmal direkt ein bisschen auf Eigenwerbung ein. Das aktuelle Gewinnspiel hat wieder begonnen am letzten Montag. Wir haben diesmal das Thema Torwahl. Das heißt, jeder von euch, der irgendwie sich an dem Crowdfunding damals beteiligt hat und jetzt sehnsüchtig darauf wartet, dass in den nächsten Tagen die Produkte endlich zu Hause eintrudeln, der kann sich damit dazu äußern, was er alles bestellt hat. Und ihr könnt grundsätzlich mal erzählen, was verbindet ihr mit Torwahl, welche schönen Abenteuer, Erfahrungen, Romane habt ihr mit Torwahl schon erlebt. Und würdet ihr überhaupt aus den Erfahrungen mit Torwahl, das ja jetzt doch ein bisschen verspätet ausgeliefert wird, würdet ihr da nochmal ein weiteres Regionalspielhilfen-Crowdfunding von Ulysses unterstützen oder nicht? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Es sind mittlerweile 150 Teilnehmer dabei gewesen. Also ihr seid in guter Gesellschaft und jeder neue Teilnehmer freut mich natürlich immens. Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich noch auf die kleine Kontroverse einging. Auf Facebook gab es mal wieder kleine Streitigkeiten interne. Die Aventurien-Facebook-Gruppe hat sich kurzzeitig aufgesplittet. Da gab es intern zwischen den Moderatoren etwas Zoff. Dann wurden dessen nachts irgendwie 1000 Leute rausgeschmissen und dann in die andere Gruppe zwangsübertragen. Und dann hat sich die zweite Gruppe dann doch irgendwie wieder geschlossen. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin jetzt aus beiden Gruppen raus. Mir war das zu chaotisch. Ich hoffe, dass solche Sachen, die dann vielleicht doch nicht so richtig gut für die Community sind, nicht überhand nehmen und ein einmaliges Ereignis bleiben. Ansonsten kann ich noch berichten, dass es bei den Orkenspaltern am Freitag einen sehr schönen Patreon-Laber-Stream gab. Das heißt, nachts um 10 Uhr, 11 Uhr ging es, glaube ich, los und ihr konntet dann zuhören, wie Mairi mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und auch Nico, der ja auch mitgeschrieben hat, wie es denn mit dem Padona-Roman so lief, wie die letzte Phase war, wie es überhaupt war, an so einer Romantrilogie zu schreiben und für so ein umfangreiches Projekt zu recherchieren und wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Das Ganze ist leider ein interner Link von Orkenspalter TV, der eigentlich nur für die Patreons gedacht ist. Das heißt, wenn ihr Patreons seid, kann ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Da kommen eine Menge interessanter Geschichten zu einer Romanentstehung. Und das ist ja auch kein ganz unwichtiger Roman, finde ich. Also Padona ist ja doch eine der beliebteren oder bekannteren NPCs. Und es wäre schon cool, wenn das Buch dann auch in der Endversion gut ankommt, gut aussieht und bald rauskommen möge. Und ja, ich freue mich drauf. Schaut da mal rein. Wenn ihr nicht Patreons von Orkenspalter TV seid, dann frage ich nur, warum eigentlich nicht. Unterstützt die beiden, das lohnt sich immer. So, genau, meine App bei Orkenspalter TV wird hoffentlich auch irgendwie nächste Woche oder diese Woche nochmal einmal vorgestellt bei Orkenspalter TV. Da freue ich mich auch schon drauf, dass sie das auch nochmal zeigen. Und ich bin dann auch mal auf die Kommentare von denjenigen, die es schon mal installiert haben, gespannt. Wenn ihr es schon mal installiert habt, sagt mir mal Bescheid, ob das irgendwas für euch ist, ob ihr zumindest die Würfelfunktion oder sowas mal irgendwann verwenden werdet oder ob es einmal angesehen, kurz geschmunzelt und dann wieder gelöscht habt. Das wäre auch vollkommen okay. Okay. Die Vier Helden und der Schelm waren natürlich auch wieder ein bisschen aktiv. Wir sind ja bei der Drachenchronik dabei und haben in der letzten Woche Donnerstag uns auf den Weg in die Oase Birscha gemacht. Da waren wir letztes Mal schon angekommen und jetzt haben wir in der Oase Birscha unsere Ausgrabungsstelle ausgekundschaftet und haben schon ein paar Ausgrabungsressourcen freigeschaltet sozusagen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal hier einen Blick auf mein vorbereitetes Material werfen. Ich zeige euch das, weil ich normalerweise nie was vorbereite für dieses Abenteuer. Ich bin immer so ein Last-Minute-Improvisierer, der einfach zu faul ist zum Vorbereiten. Hier haben wir mal die Oase und unten haben wir die zugehörigen Ressourcen, die meine Heldengruppe schon freigeschaltet hat. Ich hoffe mal, dass wir nächste Woche mit diesen Ressourcen so weit durchkommen, dass die Ausgrabung beginnen kann. Und dann geht es auch langsam in den eigentlichen Abenteuerteil, wo es weniger um Verhandeln, sondern um spannende Höhlenerkundungen geht. So. Ansonsten berichte ich noch kurz, was mich noch so beschäftigt hat. Ihr habt ja schon jetzt die 6. Schelmschau hier vor euch. Das heißt, wir haben mittlerweile schon 4 Themenfolgen
die irgendwie auch mal wahrscheinlich zusammengefasst werden wollen. Und das erste Thema war ja die neuronale Netzfolge, wo ich euch unter anderem Artbreeder und Konsorten vorgestellt habe. Und keine Sorge, ich habe euch, die ihr lieber lest, als dieses Video zu gucken. Warum rede ich eigentlich mit euch, wenn ihr das Video nicht guckt? Egal. Habe ich auch natürlich eine schriftliche Zusammenfassung vorbereitet. Ich bin noch nicht ganz durch. Sie ist mal wieder etwas länglich geworden. So geht in Richtung eines Con-Berichtes vom Schelm. Den kennt ihr ja schon. Die sind dann eher so Heldenwerk-Format. Ja, da werdet ihr noch mal ein paar neue Ausführungen zu neuronalen Netzen und so weiter finden. Und ich habe noch ein paar neue Sachen seitdem entdeckt, während ich den Bericht geschrieben habe. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Die Resonanz für die Folge war sehr gut. Die Resonanz letzte Woche war ein bisschen verhalten und auch die vorletzte Woche kam eher gut an. Die letzten beiden Folgen sind natürlich zwei Karteneditoren, die möchte ich auch beide jetzt endlich fertig machen. Wenn ich den Artikel für die neuronalen Netze fertig geschrieben habe, dann kriegt ihr auch irgendwann einen Editor für Karten und ich bin auch schon wieder am nächsten Projekt dran. Also wir haben genug Themen für die Schelmschau. So, irgendwann schaffe ich das Spiel, irgendwann, ich nehme an, das bezieht sich auf das Heimspiel. Ja, mein Sohn hat es heute tatsächlich geschafft, die ersten zwei Hindernisse vom ersten Level zu schaffen und mein Sohn ist 2 Jahre alt. Also man kann es schaffen, wenn es auch mehr Glück ist. Okay, genug der Vorrede, wenn keine konkreten Fragen von euch jetzt mehr kommen, dann würde ich zum eigentlichen Thema übergehen. Und das lautet in dieser Woche, wie kann ich eigentlich eigene Abenteuer in schön layouten und selbst ins Skriptorium Aventuris hochladen? Welche Software kann ich dafür am besten benutzen? Welcher Aufwand ist das? Lohnt sich das überhaupt? Und vielleicht könnt ihr ja den einen oder anderen Praxistipp euch da abschauen. Ich sage nochmal dazu, dass ich das nicht gelernt habe. Ich habe vor 20 Jahren das erste Mal, oder mittlerweile vor 25 Jahren, das erste Mal Kontakt mit Microsoft Publisher gehabt. Das war für mich, oder, ne, Moment, davor, ich hole noch weiter. Der alte Mann erzählt noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Vor 30 Jahren wahrscheinlich habe ich auf dem Commodore 64 mit der schönen Software Newsroom eigene Zeitungen kreiert. Und dann hatte ich irgendwann zum 12. Geburtstag auch meinen ersten eigenen Drucker, einen 8- bzw. 9-Nadel-Drucker. Die 9. Nadel war nicht so richtig ansteuerbar. Der MPS 802. Und mit dem konnte ich dann zum ersten Mal eigene Zeitungen layouten und ausdrucken. Das Ausdrucken einer so einer Zeitungsseite hat damals, glaube ich, 3 Stunden gedauert, 2,5 Stunden, also sehr lange gedauert. Das kam dann auch nur in Schwarz-Weiß und in sehr schlechter Qualität raus, aber ich fand es geil damals und seitdem bin ich eigentlich immer wieder von diesem Layout-Thema begeistert. Als ich dann so 1995 die erste Version vom Publisher in Händen hielt, war ich sofort in Publisher verliebt. Das ist ein von Microsoft vertriebenes Programm, was so parallel zu Word quasi für Broschüren und Flyer und so weiter gedacht war. Ich habe damit alles layoutet, von meiner Abi-Zeitung über Geburtstagseinladungskarten und so weiter. Und das hat mich auch ziemlich lange verfolgt. Zwischendurch habe ich dann mal Abstecher Richtung Scribus gewagt, habe mich mit Quark Express rumgeschlagen, habe InDesign ein bisschen gemacht und wenn ich nichts vergessen habe, war es das. Bis dann vor 1-2 Jahren ich auf die Affinity Suite gestoßen wurde. Also ich habe das alles irgendwie mal so als Hobby immer gemacht, aber ich habe alles, was ich jetzt sage, sind die Tipps eines Laien. Ich kann euch nichts zu Farbmanagement und so weiter sagen. Da müsstet ihr mal mit einem Profi dann reden. Aber ich zeige euch einfach mal kurz nochmal, was Affinity ist. Als aktuellem Anlass, es ist jetzt die Version 1.9 der Affinity Suite rausgekommen. Affinity Suite sind 3 Softwareprodukte. Einmal der Publisher, das ist quasi das Seitenlayout-Programm, wie der Microsoft Publisher halt oder wie InDesign oder wie Scribus. Dann gibt es Affinity Photo, das ist ein Photoshop-Ersatz sozusagen oder Corel Photo Paint oder was auch immer es da geben mag oder GIMP, wenn ihr denn mit kostenloser Software arbeiten wollt. Und dann dazu noch den Illustrator, der ist halt genau wie der Adobe Illustrator, einfach ein Vektorgrafikprogramm. Die 3 Programme kosten jeweils 60 Euro normalerweise ungefähr, aber da es immer wieder mal Angebote gibt, würde ich das nie für den Preis kaufen. Ich glaube, aktuell sind sie für 28 Euro im Angebot, solange noch Corona ist, Lockdown, weiß ich nicht.
Und ihr könnt auch, glaube ich, momentan noch für 3 Monate eine kostenlose Lizenz runterladen und das mal 3 Monate lang ausprobieren. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt für dieses Tutorial. Ihr könnt die alle bei Serif auf der Webseite runterladen oder sucht einfach nach Affinity Publisher oder Photo oder Illustrator. Ich packe euch den Link natürlich auch hier in die Shownotes. Ja, fangen wir mal an. Ich starte einfach mal den Affinity Publisher. So. Und habe hier auch schon das erste Werk, was ich im Skriptorium da mit layoutet habe, mal euch schon vorbereitet. Charyptorex, das schöne Abenteuer, was Raphael Knob geschrieben hat, was ich für ihn layouten durfte und was jetzt seit 4 Monaten, 5 Monaten im Skriptorium liegt. Alle, die es noch nicht gekauft haben, shame on you, es kostet 4 Euro und lohnt sich sehr. Momentan sind 35 Exemplare verkauft, was echt bitter ist, wenn man bedenkt, dass die Illustrationen 400 Euro gekostet haben. Also schade, dass das Skriptorium sich, wenn man einen Festpreis vorgibt, sich anscheinend nicht so richtig lohnt. Naja, gut. Wenn ihr es per Pay What You Want reinstellt, dann sind die Chancen, glaube ich, ein bisschen besser, dass ihr da ein bisschen mehr Geld einnehmen könnt. Wie layoutet man sowas? Also mein Anspruch war natürlich, das Ganze soll möglichst so aussehen wie auch die offiziellen Ulysses-Produkte. Und dank des tollen Skriptoriumspaketes, was Ulysses ja netterweise uns direkt anbietet, kann man das auch relativ problemlos machen. Ihr geht einfach auf den Ulysses E-Book-Shop und sucht dort nach Skriptorium und da findet ihr dann ein Skriptoriumsvorlagenpaket. Da packe ich euch auch einen Link zu in die Shownotes. Und dort habt ihr dann jede Menge fertige Grafiken für den Hintergrund und auch ein paar Vorlagen dafür. Ich öffne mal hier eine davon. Wir gehen mal in die Schelmschau 6 in den Layout-Kurs. Das seht ihr jetzt, glaube ich, gerade nicht. Da gibt es Vorlagen für innen. So. Und hier ist eine PDF-Datei. Ich lade mal alle Seiten davon. Und das ist die Vorlage, die ihr dann daraus kriegt in Form einer PDF-Datei. Ihr könnt auch die IDML-Datei runterladen. IDML steht für InDesign Markup Language. Das ist eine XML-Datei gepackt sozusagen, wo wo neben den Bildern halt XML-Dateien für die eigentlichen Inhalte drinstehen und die könnt ihr hiermit importieren. Ob das so perfekte Ergebnisse sind, vor allem was die Formatvorlagen angeht oder so, wage ich zu bezweifeln. Aber das Ganze soll jetzt auch nicht ein Kurs sein, wie ihr hier in fertige Textboxen irgendwelche Sachen reinschreibt, sondern wir fangen einfach mal an, ein ganz eigenes Dokument von Null an zu layouten und gucken mal, wie schnell wir damit durchkommen. Ich gehe einfach mal auf Datei neu und sage, wir machen ein neues Dokument im A4-Format. A4-Format heißt 210 mm Breite, 297 Höhe, 300 dpi ist für den Druck vollkommen ausreichend. Seitenzahl fangen wir einfach mal mit 1 an. Wir werden gleich sowieso noch formatvoller Masterseiten uns generieren müssen. Und wir wollen bitte gegenüberliegende Seiten machen, damit man auch schön Doppelseiten erstellen kann. Wir fangen auf der rechten Seite an, weil unser Titelbild eine rechte Seite ist und unser Abschlussbild eine linke Seite. Die Ränder kann man einstellen auf 25, ich glaube, die sind überall 25, nur auf der Innenseite sind es 20 mm bei den offiziellen Vorgaben. Hoffe ich mal, dass das stimmt, werden wir gleich sehen. Also 20, 25, 25, 25 als Ränder und Anschnittsbereiche, das ist der Teil, der noch nach draußen übersteht, über das Papier hinweg, damit man das besser drucken kann und damit nicht sofort irgendwie da, wenn man es ein bisschen schief schneidet, da sofort weiß zu sehen ist, macht man hier noch mal 3 mm Überstand. Die können wir auch einfach so lassen. Warum machen wir das? Es gibt schon fertige Hintergrundbilder von Ulysses. So, wir sehen jetzt die eigentliche Oberfläche. Das ist eine einzelne Seite, das ist unsere Seite 1, auf der könnten wir gleich das Titelbild platzieren. Wir haben aber hier oben auch noch eine Masterseite, Masterseite A, da können wir unseren Folienmaster draufpacken. Das ist eine Vorlage für alle Seiten, die hier in der ganzen Datei verwendet wird.
Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Folding Master an. Ich mache einen Doppelklick da drauf und sehe jetzt überall eine durchsichtige Hintergrundfläche. Dann seht ihr hier diese blauen Kästchen. Das sind die Ränder, die ich vorhin eingegeben habe. Innen ist der Rand nur 20 mm groß und außen und unten und oben 25, wie wir es gerade gesagt haben. Und außen sieht man noch so eine ganz leichte graue Linie. Keine Ahnung, ob ihr das bei euch auch erkennen könnt, aber das ist dieser Anschnittsbereich von 3 mm, den wir gerade definiert haben. So, jetzt können wir Bilder platzieren. Entweder geht ihr hier oben auf Platzieren. Das ist so, wie man das in InDesign auch klassischerweise immer gemacht hat. Oder man geht über dieses Bild platzieren hier direkt. Dann fragt er mich nach einem Verzeichnis. Das seht ihr jetzt hier wieder leider nicht, weil OBS das nicht mit captured. Aber ist egal, wir gehen mal auf PNG und da gibt es eine Datei, die heißt Doppelseite 1 A4 Skriptorium 3 mm JPEG. Und wenn ich die jetzt hier aufziehe, ja, habe ich schon falsch gemacht, ich muss die natürlich von unserem Anschnittsbereich ausziehen. Also oben links muss das jetzt einrasten auf diesem kleinen grauen Bereich und hier unten müsst ihr es auf die untere rechte Ecke dieses grauen Bereiches ziehen. Dann seht ihr jetzt auch hier schon automatisch in diesem Transformieren-Bereich hier unten die X-Koordinate oben links und Y-Koordinate oben links ist minus 3, minus 3. Das heißt, das ganze Bild ist vom eigentlichen Koordinatenursprung 3 mm nach links oben verschoben. Und von da aus ist es dann 426 mm breit. 426 heißt 2 mal DIN A4. DIN A4 sind 210 mm oder 21 cm. Mal 2 macht 42 cm. Und da kommen dann noch unsere 2 mal 3 mm auf beiden Seiten jeweils 3 mm hinzu. Also sind wir bei 426 mm. Und unten Höhe haben wir jetzt 303. Das kommt von den 297 mm, die eine DIN A4-Seite hoch ist. 297 plus 2 mal 3 ist 303. So, damit haben wir jetzt eine Masterseite erstellt. Wir können jetzt auf der Masterseite auch schon direkt unsere Textboxen platzieren, wenn wir das gerne wollten. Wir könnten auf der Masterseite aber auch gleich noch direkt die Eigenschaften der Seite ein bisschen anpassen. Zum Beispiel könnte man... Ach nee, das ging hier gar nicht. Na gut, nee, dann lassen wir es, glaube ich, erstmal so. Okay, das kann man natürlich nicht nur einmal machen. Wir können auch einfach sagen, Masterseite einfügen. Machen eine zweite Masterseite mit den gleichen Einstellungen, auch eine gegenüberliegende Seite und ziehen hier noch ein zweites Bild drauf. Ja, hier können wir es jetzt mal meinetwegen platzieren machen. Ist ja dasselbe, hoffe ich. Ach nee, das sind Texte, die man damit platziert. Nee, man kann auch Bilder. Alle Rasterdateien. So. Packe ein zweites Bild da drauf und packe das wieder an die gleiche Ecke wie vorher. Hä? Das ist doch genau dasselbe Bild. Warum macht der Schelm das denn zweimal? Ganz einfach, wer hier draufklickt, wird sehen, Ulysses hat mehrere Layout-Vorlagen bereitgestellt, mehrere Bilder für den Hintergrund, einfach damit sich das nicht immer wiederholt. Das soll ja quasi so ein leicht angesautes Buch sein, was schon Flecken und vergilbte Stellen hat und so weiter. Und die haben, glaube ich, 3 oder 4 Seiten, die man da dann möglichst immer abwechselnd reinpacken müsste, damit das sich nicht zu sehr wiederholt. Damit ich hier nicht schon wieder die ganze Zeit Blödsinn erzähle, gehe ich mal eben hier in mein Chatfenster. Ja, 27,99 kostet es aktuell, sagt Matthias, danke. Und Matthias hat es auch schon ausprobiert und der Import der Dateien funktioniert auch sehr gut, nicht hundertprozentig. Also besondere Probleme bereiten diese Regelblöcke. Das hat Matthias, glaube ich, auch schon selbst feststellen müssen. Regelblöcke für, also wo so diese braunen Balken, die so leicht rechts auslaufen, kommen wir vielleicht gleich noch zu. Okay. Jetzt wollen wir endlich mal ein bisschen Inhalt auf eine Seite packen. Wir haben jetzt hier Seite 1 schon automatisch die Masterseite angewendet. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt das, was wir haben wollen, denn die erste Seite soll ja das Titelbild sein. Fürs Titelbild gibt es ebenfalls schon eine fertige Seite. Das heißt, ich gehe nochmal auf Bild einfügen und wähle für, also da gibt es einen weiteren Ordner, der heißt Scriptorium Aventuris Außen. Und da drin ist eine PNG-Datei, die heißt Scriptorium Aventuris vorne PNG. Und die kann ich jetzt hier wieder platzieren. Und auch hier sind, glaube ich, 3 mm Anschnitt mit drin.
Und dann haben wir jetzt hier das Bild, was extra für das Skriptorium auf Venturis gemacht ist. Also wir dürfen nach den Vorgaben des Skriptoriums halt keine richtig wie DSA-Publikationen aussehende Publikationen machen, sondern wir müssen immer diesen Skriptorium Aventuris Zielrahmen hier verwenden, wenn wir das denn auf der Ulysses-Seite in Drive-Thru hochladen wollen. Ansonsten könnt ihr natürlich für euren Eigenbedarf auch gerne da oben ein schwarzes Auge irgendwie reinfriemeln, aber ganz offiziell ist das hier, müsst ihr das Skriptoriums-Logo verwenden, wenn ihr es denn da veröffentlichen wollt. Jetzt können wir hier irgendein Bild als Hintergrundbild noch mit reinpacken. Hintergrundbild heißt, wir gehen mal hier auf diesen Reiter Ebenen auf der rechten Seite. Und da sehen wir jetzt, wir haben hier eine Ebene, wo das eigentliche Bild drauf ist und den Folienmaster, den wir angelegt haben, der auch wiederum ein Bild darunter hat. Den Folienmaster brauchen wir hier eigentlich nicht. Den können wir auch mal wieder ausschalten. Er stört uns auch nicht wirklich, der wird sowieso nur referenziert und hoffentlich nicht mitgespeichert. Das heißt, der kostet uns hoffentlich auch keinen zusätzlichen Speicherbedarf. Jetzt wollen wir da mal ein Bild einbinden. Ich habe jetzt gerade kein Bild. Wir könnten jetzt natürlich das Charybdorex-Bild nehmen. Wir können aber auch einfach nochmal eben das vom letzten Mal nochmal wiederholen. Wir gehen mal auf den anderen. Ich schalte mal meinen Bildschirm ein und mache mal ein neues Fenster auf, wo wir nochmal in den Artbreeder rübergehen. Alle, die Artbreeder letztes Mal schon gesehen haben, die mögen mir das verzeihen. Aber wir nehmen jetzt irgendein bedrohlich aussehendes Titelbild. Keine Ahnung. Wir lassen uns jetzt mal hier irgendwas generieren. Wälder sind mir nicht bedrohlich genug. Das hier ist doch super. Das nehmen wir jetzt einfach mal, weil wir es können. Oder das hier? Ja, wir nehmen das hier. Bedrohlich. Das Bild kann man vergrößern. Das ist jetzt einfach nur vom neuronalen Netz generiert, für alle, die es letztes Mal nicht mitbekommen haben. Und ich kopiere mir dieses Bild jetzt einfach mal, mache hier wieder zu und füge das jetzt unter dieser Ebene hier ein. Also ich klicke auf die Master-Ebene, mache Einfügen, rechte Maustaste Einfügen. Und dann habt ihr hier ein Bild. Das wird jetzt natürlich nicht die perfekte Auflösung haben, aber das ist mir jetzt für dieses Beispiel mal ausnahmsweise egal. Wir ziehen das Bild einfach mal groß, wie wir es gerne hätten, sodass es hier unten auch mit drin ist. Schieben es so, wie wir es gerne haben wollen. Irgendein bedrohlich aussehender Bereich. Und hier auf der linken Seite gibt es auch noch den Vektorzuschnitt. Da kann man einfach sagen, okay, ich schneide mir jetzt den linken Rand und den rechten Rand so zu, dass das hier wieder reinpasst. Das Gute bei Affinity ist, der grundsätzliche Tenor ist eigentlich, wir versuchen, so viel wie möglich der Bilddaten immer erhalten zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben auf dieses Verschieben-Werkzeug gehe und hier draufklicke, dann kann ich das Ganze verschieben. Es sollte aber auch eigentlich möglich sein, dass wir nur den inneren Bereich verschieben. Moment. Ja, okay, geht jetzt hier gerade nicht. Egal, aber ich könnte es in jedem Fall, man könnte jetzt im Nachhinein wieder sagen, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte jetzt doch hier, Moment, ich bin natürlich blöd. Wir können das hier verschieben oder wir sagen einfach wieder, ich mache das hier ein bisschen länger und schiebe es dann wieder hier rüber und mache es dann hier wieder kleiner. Wie auch immer. So, das ist jetzt unser bedrohliches Titelbild und da schreiben wir jetzt einen bedrohlichen Titel drunter. Wir gucken mal eben einmal in Charybdorex rein. Da haben wir schon einen Titel gemacht. Der soll natürlich so schön aussehen, wie das bei typischen Ulysses-Produkten ist. Wenn ich mal hier draufklicke, dann ist das einfach ein bearbeitbarer Text. Den können wir ganz normal abändern, wie das so üblich ist. Und wenn man hier auf Zeichen geht, dann sieht man, aha, das ist die Schriftart Andalus. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu wissen. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück auf diese Seite und ziehen jetzt einen Textrahmen aus. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ein Grafiktext ist einfach nur ein Text, der da ist, den man verschieben kann. Das hier ist eine Textbox, ein Rahmentext und den würde ich jetzt hier bevorzugen. Das heißt nämlich, wir ziehen uns jetzt hier irgendwo in diesem Bereich ungefähr eine Textbox auf und schreiben da einen Titel rein. Hat jemand einen Vorschlag für einen schönen Titel für ein Abenteuer, was so ein sympathisches Titelbild verwendet? Solange ihr keinen besseren Titel habt, schreibe ich jetzt hier
irgendwas rein, was auch von Fünf Freunde sein könnte. Die Insel der Abenteuer. Nein, die Insel des schrecklichen Grauens. So, kann man nicht lesen, aber irgendwo hier ist Text. Wenn man reinzoomt, aha, wunderschön. Wir haben Ariel, wir haben Regular und das ist nicht schön. Wir stellen also um auf Andalus. Die Schrift Andalus, ich weiß gar nicht, ob die im Skriptoriumspaket mit drin ist. Oder ob ich die von Google Fonts runtergeladen habe, ich weiß es gar nicht mehr genau. Irgendwo werdet ihr die finden, zur Not nehmt ihr einfach eine andere Schrift, die so ähnlich aussieht. So, wenn man nochmal auf das Corruptorex-Logo rübergeht, wird man sehen, es sind nur Großbuchstaben da drin. Jetzt könnte man natürlich alles nochmal schreiben mit Großbuchstaben. Ihr könnt aber auch einfach hier in den Bereich der Zeichen gehen. Also hatte ich ja gerade schon ausgewählt hier oben, diesen Reiter Zeichen. Da könnt ihr hier unten verschiedene Optionen einschalten, zum Beispiel alles auf Großbuchstaben setzen. Wenn man jetzt nochmal guckt, ist alles entweder groß geschrieben oder wir können auch Kapitelchen machen. Das heißt, es werden zwar nur Großbuchstaben verwendet, aber nur die ersten Großbuchstaben, die wirklich groß geschrieben sind, sind auch wirklich größer als die anderen. Die anderen werden wie Kleinbuchstaben verkleinert. Wir machen mal alles in Großbuchstaben. Aha, Andalus und Gentium Basic sind dabei. Danke. Nebelschwaden des Todes. Nebelschwaden des Todes oder die Insel des schrecklichen Grauens? Ihr müsst abstimmen, mir ist das egal. Ich mache jetzt erstmal mit der Insel der schrecklichen Grauens weiter. Wir stellen hier oben auf zentriert. Das ist vertikale Zentrierung und wir klicken hier drauf, das ist horizontale Zentrierung. Damit ist das Ding jetzt genau in der Mitte unserer Textbox und wir können hier natürlich jetzt willkürlich unseren Text größer ziehen. Zum Beispiel so groß. Ja, das ist schon ganz okay. Wir könnten natürlich auch noch die Insel des schrecklichen Grauens und dann macht man Untertitel. Naja, nee, das wird zu viel. Okay, ich mache es erstmal so. Okay, jetzt sieht das Ganze noch nicht so schön aus, wie es denn bei dem anderen aussah. Wir vergleichen nochmal. Tja, das sieht schon cool aus. Wie habe ich das gemacht? Erstens habe ich einen Text mit einem Textverlauf genommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Ebene, wo diese Zeichen drauf liegen. Hier dieses Text, dieser Textrahmen, die Insel der schrecklichen irgendwas, ist jetzt eine eigene Ebene. Und auf Ebenen kann man Effekte ausführen. Das heißt, man kann hier unten auf FX klicken und dann geht ein Fenster namens Ebeneneffekte auf. Da kann man zum Beispiel einen Verlauf überlagern. Ein Verlauf, der in diesem Fall jetzt von links nach rechts geht. Wir wollen aber einen, der von oben nach unten geht. Das heißt, ich drehe den einfach mal. Ich drehe ihn mal so. Das heißt, wir haben jetzt einen Verlauf von schwarz nach weiß. Ich möchte aber gerne einen Verlauf haben. Also ich habe jetzt hier auf den Verlauf einen Doppelklick oder einen Einfachklick gemacht. Dann geht das hier auf. Dann haben wir zwei Punkte. Einen Endpunkt und also zwei Endpunkte, Startpunkt und Endpunkt. Und ich habe den Endpunkt, den Anfangspunkt ausgewählt, klicke auf Farbe und wähle mal Rot. Damit wird der ganze Text rot. Und ich klicke auf den Endpunkt und klicke auf, boah, was kann man denn hier mal nehmen, was schäbig aussieht. Ein dunkles Lila. Keine Ahnung, kann man mal so probieren. Wenn ihr das, wie ich das hier beim Charyptorex gemacht habe, da sind die Verläufe, die wiederholen sich nicht, die wiederholen sich. Also die obere Zeile hat den gleichen Verlauf wie die untere Zeile. Das heißt, dann müsstet ihr hier entweder das Ganze auf sich wiederholend setzen. Das heißt, wir müssen eine Y-Skalierung auf 33% machen. Und das irgendwie auf wiederholend schalten. Ich hoffe, das geht. Das geht nicht, verdammt. Das ist natürlich schlecht. Dann könnte man auch hier nochmal zusätzliche Punkte reinbringen. Also man könnte die hier kopieren. Ja, ist aber auch jetzt egal. Lass es jetzt. Also ihr merkt, ich kann es gerade nicht. Insofern behaupte ich jetzt einfach mal, dass es nicht so wichtig ist. Wir lassen uns nochmal von Charyptorex inspirieren. Da ist noch ein roter Rand um die einzelnen Buchstaben rum. Den möchte ich gerne auch haben. Allein schon, weil es dadurch ein bisschen dicker wirkt. Also wähle ich eine Umrandung. Die Umrandung ist jetzt gerade schwarz. Wir machen die mal einfach, weil wir es können, in lila und gucken mal, was passiert.
So, und machen mal. Ja, das sieht echt fies aus. Das machen wir nicht. Blau, auch nicht. Ein dunkles Blau. So. Die Insel des schrecklichen Grauens. Damit haben wir schon mal den inneren Text soweit einigermaßen schön gemacht. Aber das hat jetzt noch nichts mit dem zu tun, was bei dem anderen da ist. Da ist nämlich noch ein ganz großer grauer Rahmen und sogar noch so ein weißer Schatten außenrum dabei. Das müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. So, wir können aber nicht noch beliebig hier um diese Ebene noch weitere Effekte drum machen. Dafür müssen wir noch eine weitere Gruppe darum bilden. Wir können hier auf der Ebene einmal Gruppieren machen. Dann haben wir jetzt quasi eine neue Obergruppierung darüber gemacht, die jetzt quasi als zusätzliche Schicht gilt. Und auf dieser Gruppierung kann man jetzt wieder neue Ebeneffekte machen. Das heißt, alles, was darunter liegt, wird jetzt nochmal mit dem umrandet, was wir jetzt hier machen. Und zwar wollen wir einen Schatten nach außen haben. Der Schatten soll ziemlich groß sein. Der Schatten soll volle Intensität haben. Oder ziemlich volle Intensität, damit er nicht so ganz scharf ist. Machen wir das mal so. Er soll bitte voll deckend sein. Voll schwarz jetzt in diesem Fall. Ah, der ist mir noch zu scharf. Versetzen wollen wir ihn eigentlich nicht. Das sähe blöd aus. Aber wir wollen ihn noch normal machen. Ja, ist eigentlich egal in diesem Fall. Bei Schwarz geht das ja. Und wir machen ihn vielleicht ein bisschen gräulicher. Machen wir so dunkles Grau. Sieht scheiße aus, ne? Wenn man es genau nimmt, sieht es ziemlich scheiße aus. Okay. Das habe ich bei Charybdis irgendwie besser hingekriegt. Egal. Und um das Ganze kommt dann noch ein weißer Rahmen drumherum. Weißer Rahmen mit einem Radio. Nee, Moment. Das wollte ich gar nicht. Verdammt, wie habe ich denn das hier gemacht? Wir gucken einfach nochmal bei Charybdis ab. Also, da hatte ich auch einen Text, der hatte... Ach, da hatte ich noch eine Gruppe drum gemacht. Okay, um das Ganze kommt noch eine Gruppe rum. Ja, macht auch Sinn. Also, die Gruppe hier wird nochmal gruppiert. Wir haben also eine Gruppe mit einer Gruppe mit einem Textrahmen. Und diese kriegt jetzt noch einen Ebeneffekt mit einem weißen Rand. Umrandung in weiß mit einer gewissen Dicke. Ja, irgendwie ist das Ganze jetzt doch ein bisschen pixelig und unscharf da geworden am Rand. Das stört mich gerade ein wenig. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Es sieht nicht schön aus. Aber bevor ich das jetzt noch tagelang hier bearbeite, mache ich jetzt noch eine letzte Änderung hier, das mal in grün, um zu gucken, ob das besser wirkt. Und dann... Ach, keine Ahnung. Also ihr macht das bitte besser. Am besten knaut ihr euch das auch direkt von der von irgendeinem Ulysses-Produkt, denn die können das wirklich gut, nicht so wie ich. Gut, wenn wir es jetzt noch mal einmal auf die Schnelle ein bisschen schöner machen wollten, dann könnten wir jetzt sagen, wir duplizieren einfach mal diese Ebene hier noch dreimal. Also so, dass es drei Stück davon gibt und löschen bei der ersten Ebene alles ab schrecklichen Grauens beim bei dem zweiten löschen wir alles. Ja, er wählt jetzt mal den anderen aus. Okay, ich wollte euch damit zeigen, dass ihr die jetzt quasi jeweils einzeln hier als Ebene reinpacken könnt und dann habt ihr auf der Ebene einen eigenen Farbverlauf. Also wenn ich das jetzt hier rausnehme und nochmal hier den Farbverlauf mir nehme, Farbverlauf, den ich jetzt auf 100% mache, dann sollte jetzt eigentlich... Irgendwie passiert jetzt gerade gar nichts mehr. Irgendwas mache ich falsch. Ist egal. Lösch mal ganz schnell wieder, vergessen wir, dass ich das gemacht habe. Und dann haben wir hier unser wunderschönes Titelbild. So, jetzt gehen wir zum eigentlichen Inhalt über. Ich habe Angst, in eure Kommentare zu gucken.
Todesküste, Nebelschwaden des Todes. Insel der schrecklichen Nebelschwaden. Insel der schrecklichen Nebelschwaden. Okay, machen wir einen Kompromiss. Nebelschwaden. Okay. So, wir haben ein Titelbild. Wir wollen eine eigentliche Inhaltsseite machen. Das heißt, wir machen jetzt Seiten hinzufügen. Am besten fügt ihr immer direkt zwei Seiten ein, es sei denn, ihr wollt die Rückseite des Ganzen machen. Und die Seiten sollen dann auch direkt einen der Folienmaster verwenden. Also am besten immer abwechselnd Master A, Master B, Master A, Master B, damit das passend ist. Und das Ganze soll natürlich nach Seite 1 eingefügt werden. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt schon sowas wie ein Impressum und die Aventurienmacher-Seite mit der Aventurienkarte, wo die ganzen Namen draufstehen, hinter uns und würden jetzt einfach mal mit dem eigentlichen Inhalt des Abenteuers anfangen. Ja, dann geht es eigentlich direkt damit los, dass wir Textboxen zeichnen. Um das Ganze zu machen, kann man hier aber auch noch Führungslinien hinzufügen. Wie gehen die denn jetzt nochmal? Spalten 2, da oben. Na gut, das ist jetzt für meine Textbox. Also ich kann eine Textbox mit zwei Spalten direkt aufziehen. Ich habe einen Kasten gezogen, dazwischen ist ein Zwischenraum, das sind also zwei Spalten und den Zwischenraum kann ich hier irgendwie auf 5 mm oder sowas setzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Charybdorex da hat. Gucken wir mal hier nach. So, da oben haben wir, achso, das sind keine Spalten, da habe ich es einzeln gemacht. Na gut, kann man auch so machen. Okay, wir machen es jetzt mal hier auf diese Art und können jetzt hier einfach irgendwelchen Text einfügen. Nehmen wir mal an, ich möchte gerne meine Webseite als gedrucktes Buch irgendwann mal rausgeben. Das heißt, ich gehe auf Vier Helden und ein Schelm. Gehe in einen Artikel, sagen wir mal den Jahresrückblick 2020, wähle dort einen Text aus und kopiere den einfach mal hier rein. So. Einfügen und schon haben wir Text. So, diesen Text, den möchte man so nicht in gedruckter Form sehen. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Deshalb wird jetzt der ganze Text einmal ausgewählt und wir wählen uns hier eine schöne Schriftart aus. Alles, was in Ulysses Produkten in DSA 5 ist, ist Gentium Book Basic. Und natürlich verwenden wir Blocksatz. Als Schriftgröße hat Ulysses 11? Keine Ahnung. Vielleicht 11? Nein. 10. Tatsächlich haben wir Schriftgröße 10. Wir haben hier natürlich noch falsche Absätze drin und so weiter. Das können wir jetzt alles nach und nach anpassen. Ulysses hat lustigerweise auch, glaube ich, die drucken nicht in Vollschwarz die Texte, wenn ich das nicht irgendwie verbockt habe. Ich glaube, die haben irgendwie ein etwas helleres Dunkelgrau. Aber egal. Dies hier ist jetzt mein Einleitungstext, der normalerweise ja in Kursiv gesetzt ist und da steht dann irgendwie noch eine Widmung drunter. Ein Schelm in seinem Block, neuzeitlich. Das steht normalerweise dann irgendwie rechtsbündig. Gut. So, und übrigens, damit wir das Ganze auch nachher schön layoutet kriegen, wenn man anfängt, Bilder da reinzupacken, dann sollte man darauf achten, dass man die ganzen Textrahmen mit Grundlinienraster verwendet. Also, dass hier dieser Haken bei Grundlinienraster ignorieren, dass der weg ist. Grundlinienraster heißt, selbst wenn ich jetzt hier ein Bild einfüge und das Ganze irgendwie einen halben Millimeter nach unten rutschen würde, dann würden trotzdem die Linien, die Texte alle auf einer und derselben Linie liegen. Das sieht im Textfluss einfach viel schöner aus und ist da nicht so ein Rumgespringe. Okay, das ist jetzt eine erste Textbox mit viel zu großen Abständen. Hier sind überall noch Leerzeilen drin, die lösche ich jetzt mal eben. Da
Das kommt einfach von der Formatierung meines Blocks. Und diese Absätze hier, die wir dazwischen haben, sind, die sind momentan noch Vorgabe von... Die sind momentan noch Vorlage von meinem... Vorlage dieses Zeichenformats hier. Gut, wir wollen jetzt aber natürlich eine schöne Überschrift im Sinne von einem Kapitel in einem Abenteuer oder einer Publikation von DSA 5 machen. Das heißt, wir machen uns hier oben mal ein bisschen Platz und fügen jetzt mal wieder ein Bild ein. Ein Bild, was in diesem Fall wieder aus dem Skriptorium Aventuris innen kommt, PNG-Datei, und da haben wir hier diesen Kapitel-Startbanner. Den ziehen wir jetzt erstmal irgendwie hier rein. Den muss man jetzt natürlich noch irgendwie sinnvoll formatieren. Ich gucke einfach nochmal hier auf die Vorlage. Ja, der geht bis in den Musterbereich rein und ist so 5 mm links von unserem Innenrand. Das heißt... diese Box ist mir persönlich einfach viel zu groß, deshalb beschneide ich die jetzt auch erstmal nochmal. Rechts, oben und unten. Die haben bestimmt total gute Gründe, warum sie das gemacht haben. Ich finde es momentan erstmal störend, um das richtig zu vergrößern. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal in einer Größe, die ich für richtig halte. Und der haben wir gesagt, ist so ungefähr 5 mm hier rechts davon. Und ist, ich nehme mal an, fängt der hier oben an. Da drin machen wir jetzt wieder eine Textbox. Die mache ich einfach mal wieder genauso groß. Die hat jetzt natürlich auch nur noch eine Spalte. Eine Spalte. Der Text ist in diesem Fall wieder in Andalus geschrieben, glaube ich. Zuletzt verwendet Andalus. Und Schriftgröße, gucken wir mal. Andalus Regular 23,5. Ich schreibe mal wieder irgendwas da rein. Kapitel 1, die Seereise. Keine Ahnung. Andalus 23,5 Punkte. Mit Kapitälchen. Also nochmal hier auf Zeichen gehen. Etwas runterscrollen. Kapitälchen. Tälchen auswählen und das Ganze zentrieren und zentrieren. Wobei das jetzt schon wieder falsch ist, das ist eigentlich linksbündig, oder? Linksbündig mit einem Abstand von ungefähr 1 cm, keine Ahnung. Also linksbündig, aber hier ein Abstand drin. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, dann nehmt euch am besten einfach immer ein offizielles DSA-Abenteuer daneben, nehmt ein Lineal oder so und messt das dann ab. Und dann sollte das einigermaßen okay aussehen. Warum sieht das hier anders aus? Fett haben wir gar nicht. Keine Ahnung. Das sieht hier schon irgendwie cooler aus. Ach, egal. So, hier, das ziehen wir irgendwie noch darunter. Wunderbar. So, ich will euch ja eigentlich jetzt auch nicht hier Schritt für Schritt durch alles einmal durchjagen, sondern wir machen jetzt noch so ein paar kleinere Sachen, die man mal immer wieder brauchen könnte. Und ich will euch noch mal kurz die geilen Features der Software kurz nahebringen, denn das ist eigentlich das, was das Ganze so lohnenswert macht. Ein wichtiges Feature sind diese drei Tasten hier oben. Die drei Tasten sind vielleicht bei euch nicht vorhanden, wenn ihr jetzt nur den Publisher euch runtergeladen habt, denn das sind der Designer, der heißt gar nicht Illustrator, der heißt Designer, Entschuldigung, Designer und Foto. Also das sind die beiden anderen Programme dieser Affinity Suite, die ich alle drei gekauft habe. Und deshalb kann ich jetzt zwischen den Programmen umschalten. Wer das Ganze jetzt von Adobe kennt, der wird jetzt damit rechnen, dass das irgendwie jetzt ellenlange dauert und man dafür dreimal hin und her kopieren muss, bis man das alles in beiden Programmen bearbeitet hat oder so. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Nehmen wir mal an, wir wollen gerne ein Bild wieder einfügen. Ich gehe mal auf den Artbreeder zurück. Diesmal machen wir kein Landschaftsbild, sondern wir wollen jetzt mal eine Person
layouten. Wir machen hier irgendeinen Charakter rein. Irgendeiner hier wird jetzt zufällig gerendert. Die sehen natürlich typisch DSA-mäßig aus. Keine Ahnung, nehmen wir mal den hier. Der Typ, der begegnet uns da. Der wird uns in das Abenteuer leiten. Ich kopiere mir das Bild einfach mal. Wir haben das vom Computer generieren lassen, also dürfen wir nicht wählerisch sein. Jetzt füge ich das Bild einfach mal hier ein. Copy-Paste, da ist es. So, ich kann das Bild jetzt hier größer ziehen und ihr seht, in Echtzeit verschiebt sich der Text, was ziemlich cool ist. Ihr könnt auch sagen, hier oben, hier ist Textumbrucheinstellungen, Umbruchkontur bearbeiten, Umbruchkontur zurücksetzen. Wir gehen mal auf Einstellungen für Textumbruch. Momentan gibt es dafür keine Einstellung. Wir können aber auch mal auf Eng klicken und dann passiert nichts. Warum passiert denn da jetzt nichts? Ich hätte jetzt erwartet, dass der um die Figur rumfließt. Nun, man kann hier sagen, Umbruchkontur bearbeiten, aber es gibt noch gar keine Umbruchkontur. Der hat jetzt momentan das ganze Bild als Kontur verwendet. Jetzt könnte man das natürlich irgendwie von Hand nachzeichnen. Man hat auch hier Werkzeuge dafür, um das zu machen. Aber ich will euch einfach nur mal zeigen, weil wir es können. Ich bearbeite die jetzt nicht mehr, sondern ich wähle jetzt einfach dieses Bild aus und klicke hier oben auf Fotopersona. Scheiße. Haha, okay. Ah, wie dämlich. Das hätte ich vorher noch mal testen sollen. Wie gesagt, die neue Version 1.9 ist raus von der Affinity Suite und ich habe bisher nur den Publisher auf die 1.9 hochgezogen. Das heißt, die anderen beiden Versionen sind jetzt noch auf der 1.8. Deshalb kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Das ist natürlich total bescheuert. Gut gemacht, Cem. Das heißt, ich starte Affinity Suite jetzt einfach nebenbei. Was jetzt einfach passiert wäre, er hätte die ganze Benutzeroberfläche umgeschaltet auf, ja, hier, neue Version, auf diese Oberfläche hier. Also das wäre alles jetzt quasi ein und dasselbe Fenster. Ich könnte jetzt direkt in dem Dokument arbeiten und könnte direkt das Bild jetzt mit allen Grafikoperationen bearbeiten, die ich hier zuvor habe. Also zum Beispiel würde ich jetzt hier versuchen, die Kontur dieses Mannes mit dem Werkzeug hier jetzt mal so freizustellen. Ja, ich werde es jetzt nicht genau hinkriegen, aber irgendwie hier so, das muss noch weg. Das hier ist schon weg. Ja. Das sollte reichen. Hier, das ist weg. Okay, das ist auch weg. Alles klar, damit haben wir jetzt das hier alles freigeschaltet. Und hier die Ebene raster ich nochmal eben und drücke dann einfach auf Löschen. Und schwupps, ist das Ganze freigestellt in einigermaßen guter Qualität. Ich kann mir das Ganze jetzt wieder reduziert kopieren, in Affinity Publisher rüber kopieren. Da ist es und kann das jetzt hier verschieben. So, das hier brauchen wir nicht mehr, das kann weg. Hier passiert jetzt nichts, während ich das verschiebe, deshalb klicke ich nochmal auf die Umflussoption, sage eng und sage bitte, jetzt sieht man schon, ich kann das jetzt schon hier verschieben und er passt das wirklich genau an den Körper des Mannes an. Man kann auch sagen, bitte nur auf der größeren Seite anfassen, dann, das heißt, der springt hier dann von links nach rechts, je nachdem, wo mehr Platz ist. Er schreibt das dann nur auf eine Seite drauf. Sorgt halt dafür, dass er jetzt links neben dem Kopf nichts mehr hinschreibt oder so. Und damit das einigermaßen gut aussieht, brauchen wir in jedem Fall noch Abstände. Ihr könnt also hier dann irgendwie sagen, links und oben und rechts bitte 5 mm Abstand. So. Und dann könnt ihr den hier irgendwo hinschieben, wo ihr wollt, in die Mitte der Seite. Und alles ist gut. So. Der sieht auch schon mal ganz schick aus. Er hat hier irgendwie blaue Linien im Gesicht. Das liegt natürlich an den Hilfslinien, die wir noch haben. Wenn ihr die ausblenden wollt, geht ihr auf den Vorschau-Modus. Dann sind alle Hilfslinien, auch hier die Umrandungslinien und so weiter, weg. Und ihr könnt noch mal gucken, ach, vielleicht schiebe ich den doch noch mal ein bisschen dahin und so weiter. Also das finde ich schon ganz cool. Ja, das wären zwei Features, die nennenswert sind. Gut, was ich jetzt eigentlich noch zeigen muss, sonst denkt ihr, ihr müsst hier immer die ganze Zeit irgendwelche Schriftstile von Hand setzen. Nein, natürlich müsst ihr das nicht machen. Wir haben jetzt hier einmal einen Schriftstil definiert, also Gentium Book Basic in 10PT Regular mit, ja, wir können jetzt hier noch anfangen, die Abstände und so weiter
zu machen. Man kann jetzt aber auch hier sagen, erstelle bitte daraus einen neuen Zeichenstil, nenne den bitte Fließtext, kann dann dort noch irgendwelche weiteren Einstellungen machen und so weiter. Man kann hier noch einen Absatzstil dafür machen, kann jetzt sagen, mache bitte einen Absatzstil, der auch Fließtext heißt, der den Fließtext als Zeichenstil hat. Genau. Achso, Fließtext, Absatz, keine Ahnung. So, und jetzt kann ich halt immer, wenn ich diese Formatvorlage nehmen will, kann ich mir die auswählen hier oben aus der Liste. Die ganzen anderen kann ich auch mal rausschmeißen, wenn ich die nicht brauche. Man sieht hier in Echtzeit, wie das dann aussehen würde, wenn man das so formatiert. Das ist also ganz schön. Das sollte man in jedem Fall machen. So, jetzt kommen wir doch mal zu den für DSA interessanten Sachen. Wir haben ja noch viel mehr Objekte, die man hier auf einer Seite platzieren kann. Wir könnten zum Beispiel mal, wenn wir mal hier genauer, was mache ich eigentlich gerade? Quatsch. Ich wollte ein Bild platzieren. So. Wir haben hier ganz viele Boxen, die man einfügen kann. Man hat hier so Textrahmen oben, Textrahmen unten mit einer Meistermaske oder nur mit dem Auge. Wir haben hier einzelne Aufzählungszeichen. Wir haben diese Figuren, mit denen man kennzeichnet, ob eine Meisterfigur wichtig ist oder ob man die gerne umbringen kann. Wir haben hier diese Meisterinformationsblöcke und ganz wichtig, wir haben ja auch die Kreaturen und die Meisterpersonen-Textblöcke, wo man sich austoben kann. Nehmen wir mal an, wir wollten jetzt erstmal einen Meisterinformationsblock hier, so einen Block einfügen. Dann macht man einfach öffnen, zieht den hier irgendwie so rein, dass der einigermaßen okay aussieht. Von der Größe her packen den hier irgendwie nach unten, schieben den hier nochmal ein bisschen zur Seite, dass die sich nicht überlappen. Und der soll natürlich jetzt auch nicht vor dem den ganzen Text hier verdecken. Man sieht, der ist so ein bisschen durchsichtig, damit man darunter die ganzen Flecken auf der Vorlage auch noch sehen kann. Also auch hier wieder auf Textumbruch gehen und sagen, quadratischer Textumbruch, damit, wahrscheinlich heißt er sogar rechteckiger Textumbruch, egal, damit schiebt er das da jetzt oben alles immer so auch wieder hin, dass der Text dann nicht reinläuft. Und jetzt könnten wir hier natürlich wieder eine neue Textbox drauf aufziehen. Moment, das war falsch. Nochmal Textbox. Erstmal nichts auswählen, Textbox auswählen. Hier hinziehen. Und dann könnten wir jetzt mal sagen, keine Ahnung. Wo ist mein Text? Ah. Ich bin verwirrt. Wo sind die Ebenen? Da sind die Ebenen. Wir haben hier eine Textbox, die ganz oben liegt. Was ist denn hier das Problem? Wo ist mein Text? Textumbruch ignorieren. Okay, der war jetzt anscheinend auch von der darunter liegenden Box verdeckt. Das finde ich ein bisschen komisch, aber okay. So, jetzt haben wir hier also wieder eine neue Textbox, wo wir auch einen kursiven Stil setzen könnten, wenn diese Schrift das denn zulassen würde. Warum macht sie das jetzt nicht? Mit dem, was ihr hier lernt, könnt ihr tolle Abenteuer layouten, Ausrufezeichen. Gut, diese Box ist jetzt natürlich insgesamt ein bisschen zu groß. Die könnte man jetzt mit Affinity Photo öffnen, könnte hier den mittleren Teil irgendwie rausschneiden, könnte das Ganze zusammenschieben und hätte dann eine Textbox in der richtigen Größe. Man könnte natürlich auch sagen, ich verschiebe das hier einfach so nach unten. Dann wird es aber natürlich irgendwann sehr unansehnlich. Also das würde ich nur in Randfällen empfehlen. Gut. Wenn ihr diese Boxen jetzt immer und immer wieder verwendet und sie andauernd bei euch vorkommen, dann würde ich euch empfehlen, geht hier oben auf den Assets-Tab und zieht die Box einfach mal da rein, oder? Geht das nicht? Ne, man markiert sie und sagt dann hier wie macht man es noch? Asset hinzufügen, da. Aus Auswahl hinzufügen, genau.
So, jetzt hat er also diese Textbox hier hinzugefügt und das heißt, ich kann jetzt, auch wenn ich später auf irgendeiner anderen Seite bin, sagen wir, ich bin jetzt auf der rechten Seite, ziehe ich einfach die Box hier rüber und habe die jetzt immer hier drin und kann die immer wieder verwenden. Das ist ganz praktisch. Das ist zum Beispiel auch praktisch, wenn ich jetzt hier sagen möchte, dass amerikanischer Präsident wird hier in dem Text erwähnt, warum auch immer. Dann sage ich mal, dieser Präsident, der ist nicht wichtig für den Abenteuerverlauf, den kann man hier mit diesem Bauernsymbol kennzeichnen. Wenn ich das jetzt hier mache, merkt man, da passiert eigentlich gar nichts. Der Text bricht jetzt nicht um oder sonst was. Und das Schlimme ist auch, wenn ich jetzt hier drüber irgendwie noch ein paar Buchstaben schreibe und sich das hier ändert, dann bleibt dieser Bauer an der alten Stelle stehen. Das ist nicht schön. Deshalb wähle ich den Bauern aus und sage hier oben im Text integriert. Jetzt hat er hier natürlich ein Zeichen zu weit nach rechts gemacht, verschiebe ich den eben hier rüber. Ich könnte jetzt noch hier so ein geschütztes Leerzeichen dazwischen anbringen. Ich könnte das noch ein bisschen größer ziehen. Ich könnte es auch ein bisschen mit dem Grundlinienraster nach unten schieben oder sowas. Aber dann haben wir jetzt halt hier immer dieses Bauernzeichen neben dem Präsidenten stehen. Und wenn ich hier irgendwas in die nächste Zeile schiebe, na, dann wandert der Bauer mit. Okay, wir sollten ein nicht umbrechendes Leerzeichen verwenden, dann bleibt das auch direkt nebeneinander stehen. Das kann man übrigens auch hier machen. Unter Text gibt es hier unten Sonderzeichen einfügen. Da ist zum Beispiel Leerzeichen, geschütztes Leerzeichen oder schmales geschütztes Leerzeichen würde ich jetzt hier nehmen. Das heißt, hier ist jetzt ein Leerzeichen, was ein bisschen dünner ist. Und wenn ich jetzt hier oben schreibe, dann wird jetzt nicht mehr zwischen dem Bauern und dem Präsidenten getrennt, sondern das wird immer gleichzeitig, als wenn es ein Block wäre, umbrochen. Okay. Was haben wir hier noch? Wenn ihr hier so einen Vorlesetext einbauen wollt, dann zieht euch einfach hier diese Box hier hin und zieht euch die andere Box darunter und bindet beide in den Fließtext wieder mit ein. Den einen dahin, den anderen dahin. Der sollte jetzt natürlich nicht mit umbrechen. Verdammt. Wo ist der Text jetzt hin? Jetzt hat er alles da umgebrochen, das ist nicht schön. So, naja, gut. Packen wir ihn ein bisschen weiter nach oben und fügen dann nochmal ein. Und dann seht ihr halt auch, der bewegt sich mit dem Text mit. Und ihr könnt jetzt hier halt dazwischen euren eigentlichen Erzähltext reinpacken. Ja, das ist die Affinity Suite. Ich werfe nochmal einen Blick auf den Chat, den ich natürlich immer sträflich vernachlässige. Tut mir leid, ich hoffe, ihr redet nicht seit Stunden mit mir. Okay, dann Schriftfarbe ist 00, sagt Matthias gerade. Das heißt, ich habe mich da einfach irgendwann mal versehentlich vertan, habe eine falsche Farbe ausgewählt. Habe ich wieder Blödsinn erzählt. Danke, Matthias. Okay, was haben wir noch hier in Charyptorex drin, was ich euch zeigen könnte? Also hier haben wir eine Box. In der Box ist hier natürlich die Hintergrundfarbe auf weiß gesetzt. Das sieht dann auch schon gleich viel cooler aus. Können wir hier natürlich auch nochmal eben machen in unserer Box. Also das hier kann man einfach deshalb nicht lesen, weil es nicht weiß war. Wo ist Farben, Farben, Farben? Da oben. Und ich wähle weiß. Wunderbar. So, habt ihr jetzt schon irgendwelche konkreten Farben? Ach Leute, ich muss ins Bett. Habt ihr irgendwelche konkreten Fragen zu dem, was ich euch bisher gezeigt habe? Habt ihr irgendwas, was ich euch jetzt noch zeigen soll? Ansonsten würde ich jetzt, glaube ich, noch mal auf die Rückseite hier eingehen, wie man die noch... was man da noch so beachten kann. Schieß los, ich freue mich über jede Frage. Wir haben aktuell wie viele Leute? 13 Zuschauer, ach ja. Ein neuer Held der Steine wird aus mir anscheinend nicht. So, die Rückseite. Ja, auch hier haben wir ein Bild, was als umfließender Text eingefügt wurde. Ich habe dann die Umbruchkontur hier ein bisschen noch nachbearbeitet und den Abstand richtig gewählt, dass das da schön sieht. Das Bild hier oben habe ich auch noch von Hand nachgezeichnet. Da sieht man es auch, glaube ich, ein bisschen besser. Das ist von mir gezeichnet. Das muss ja auch nicht so genau sein, diese Kontur. Ihr könnt es natürlich auch einfach aus der IDML-Datei importieren. Vielleicht ist das dann da schon alles mit drin. Als ich das hier angefangen hatte, gab es noch gar keinen IDML-Import. Der ist erst in der 1.8 dazugekommen.
Ja, und so sieht dann eure Rückseite aus. Hier, das ist noch ein bisschen spannend, das zu machen und auf die richtige Größe zu kriegen. Man sieht hier, ich musste hier die Schrift ziemlich zusammenquetschen, was auch nicht so toll aussieht. Aber naja, Hauptsache es passt in die Textbox rein. Ja, und so macht man das dann halt. Also da ist eigentlich keine große Kunst hinter. Eine Frage, die der Matthias noch mir schon mal gestellt hat über Discord, ist, wie macht man denn hier eigene Aufzählungszeichen? Also hier Qualitätsstufe 1 bis 3, wenn eine Probe gelungen ist, wie bindet man die ein? Ich habe keinen Weg gefunden, wie man es direkt in Affinity machen kann. Ich habe mir jetzt mich wie folgt beholfen. Ich habe einfach hier dieses Bild genommen, was hier in meinen Assets liegt, habe das hier rübergezogen, habe mir ein eigenes Zeichenformat gemacht. Hier schwarzes Auge habe ich den genannt, wo eine Einrückung mit drin ist. Also dieser Absatz schwarzes Auge hier, der ist hat einen Erstzeileneinzug von 6,4 mm. Das ist also genau dieser Bereich hier. Und ich habe hier noch einen Tab in der ersten Zeile auch auf 6,4 mm. Also er hat keinen Erstzeileneinzug, hier hat einen 6,4 mm Einzug und einen Erstzeileneinzug von 0. Das heißt, das Auge taucht an der Position 0 auf und dahinter drücke ich dann einmal Tab und dann springt er auch an die Position 6,4. Hier unten irgendwo ist ein Tabulator hinzugefügt, wo auch immer. Tab-Stops, da 6,4 mm und dann springt er da halt hin. Das heißt, man muss jetzt einmal dieses Ding hier kopieren. Wenn man jetzt hier unter auch wieder einen Text schreibt, dann fängt er da in der ersten Zeile halt einfach da an. Aber ich gehe einfach hier vor, drücke Steuerung einfügen und ich habe meine Aufzählung. Also das macht man einmal am Anfang und danach macht man Copy und Paste und dann geht das. Ist überhaupt kein Problem. Problem war eher schon dieses Ding hier, also da musste man ein bisschen mehr tricksen. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt im Endeffekt gemacht habe. Können wir mal gucken. Dieser Abschnitt ist hier gar nicht groß separat markiert. Text zum Nachlesen, Probe. Keine Ahnung. Habe ich da was hintergelegt? Nö, auch nicht. Keine Ahnung, gab es irgendeinen Trick für? Müsste ich dann nochmal nachgucken. Was habe ich denn hier für ein Format? Fließtext. Daran liegt es auch nicht. Keine Ahnung, es geht jedenfalls. Matthias hat es auch hingekriegt. Also könnt ihr das auch schaffen. Das ist das DSK-Auge. Ist das das DSK-Auge? Das ist das DSK-Auge. Das ist aber das, glaube ich, was in dem... Das ist aber, glaube ich, das, was in dem Paket mit drin war, oder? Gucken wir nochmal. Bild einfügen. Da, Aufzählungszeichen, Kopie. Das war eigentlich da mit drin, dachte ich. Ich wüsste nicht, dass ich das ersetzt habe. Ja, vielleicht, was auch ganz interessant ist, die Meisterpersonenbox. Die sind nämlich immer ein bisschen Aufwand. Erstmal nochmal hier, dieses Bild ist wieder mit Artbreeder generiert. Also ich habe keinen Zeichner dafür beauftragt, sondern habe hier einfach das Bild direkt reinkopiert. Diese ganze Box ist eine große Gruppe. Also wenn ich hier das wegmache, das ist eine Box. In dieser Box, die habe ich mir einmal als Vorlage gemacht und verwende die seitdem immer nur wieder, ist einmal ein Hintergrundbild, ein rundes Bild in der Ecke, also ich kann hier nur dieses Bild ausblenden. Das Hintergrundbild ist hier oben durchsichtig, das heißt, ich muss das Bild hier nur irgendwie auf kreisförmig zuschneiden und dahinter packen. Wie kann ich ein Bild kreisförmig zuschneiden? Ja, ganz einfach, ich gehe jetzt wieder erstmal in Foto rüber. Ihr würdet das normalerweise natürlich direkt, direkt hier drin machen. Ich würde hier unten eine kreisförmige Form nehmen. Man kann natürlich auch ein Herz nehmen. Komm, wir machen mal ein Herz. Wir schneiden jetzt sein Gesicht hier in Herzform aus. So, das heißt, wir zeichnen hier ein Herz rein, irgendwie. So, Herz. Und sagen jetzt, dieses Gesicht soll jetzt in Herzform ausgeschnitten werden. Wir haben hier oben eine Form, wir haben hier unter ein Bild. Wir schieben das Bild einfach unter das Herz und haben jetzt eine Maske sozusagen. Also die Form wird automatisch als Maske verwendet. Wir können jetzt beides zusammen hier als Gruppe einfach verschieben. Oder wir können das Bild auswählen, können nur das verschieben, dann kann man hier den Ausschnitt quasi verändern. Also das geht in Affinity echt einfach. Was übrigens auch sehr cool bei Affinity ist, ihr kennt das sicherlich aus Photoshop, wenn ihr schon mal damit gearbeitet habt, ist, dass ihr, ich mache das Herz mal wieder weg, das brauchen wir glaube ich nicht, ich ziehe das einfach jetzt mal wieder raus. Also er hat das Bild jetzt nicht kaputt gemacht, sondern er hat einfach nur das jetzt immer wieder neu darüber gerechnet.
Man kann auch jederzeit sagen, füge bitte eine neue Ebene hinzu. Sagen wir mal, ich möchte jetzt das ganze Bild irgendwie umfärben in einen Sepia-Ton oder sowas. Und das ist jetzt tatsächlich eine Ebene. Diese Ebene bleibt jetzt hier, die ist einfach da, und wenn ich jetzt hier das Bild in irgendeiner Form ändere, wenn ich jetzt anfange, auf dem Bild rumzukritzeln, dann wird auch dieses rumgekritzelt, obwohl ich jetzt hier in Lila was male. Moment, ich bin doof. Da, ich habe es umgeschaltet. Wenn ich hier in Lila was hinkritzel, dann wird das jetzt hier... Achso, Entschuldigung, ich bin doof. Ich muss auf der richtigen Ebene malen. Ich male hier was in Lila und es kommt kein Lila dabei raus, sondern es kommt... diese Farbe dabei raus. Wenn ich jetzt die Anpassungsebene wieder ausschalte, dann ist alles lila. Also tatsächlich, das, was ich male, ist in der Farbe, aber die Ebene wird halt immer darüber gerechnet. Und das ist beliebig tief schachtelbar. Ihr könnt die jederzeit an- und ausschalten. Wenn ihr irgendwann sagt, so, das ist jetzt genau das Bild, was ich haben will, dann wählt ihr euch einfach das Ganze hier aus und sagt Rastern. Und dann habt ihr daraus, macht am besten vorher eine Gruppe raus. Macht eine Gruppe daraus und sagt dieser Gruppe, bitte raster dich mal. Und dann haben wir hier ein einzelnes Bild und dann ist das halt auch da drauf gerechnet. Aber Affinity hat halt eine andere Philosophie als bei Photoshop. Photoshop möchte das immer direkt machen normalerweise, wenn ich da so mitarbeite. Und hier ist alles mit Anpassungsebenen. Das ist alles immer wieder im Nachhinein änderbar. Und das geht auch alles echt zügig und ziemlich absturzfrei mittlerweile. Ich kriege keine Prozente von Affinity. Ich mache das einfach nur, weil ich endlich ein Programm gefunden habe, für das ich nicht 15 Euro oder 17 Euro im Monat zahlen muss. Was aber trotzdem vom Umfang, von der Professionalität an Photoshop einigermaßen rankommt. Einige Funktionen gibt es natürlich noch nicht, aber alles, was ich damit machen wollte für die Skriptoriums-Veröffentlichung, waren halt dabei und ich bin voll zufrieden damit. Ich liebe das Programm, ich arbeite jeden Tag damit. Wenn ich irgendwas für den Blog mache, wo irgendein Foto vorkommt, arbeite ich mit Affinity Photo. Wenn ich irgendein Handout für meine Gruppe mache, mache ich das mit Affinity Publisher und so weiter. Also die 30 Euro waren mit das beste Geld, was ich jemals für Software ausgegeben habe. Und ich werde denen, wenn die Version 2.0 rauskommt, dann ist wieder der Zeitpunkt, wo man wieder neu Geld zahlen muss. Also alle meiner Versionen werden immer kostenlos ausgeliefert. Alle Major-Versionen, also 2.0, 3.0, 4.0, die muss man dann wieder neu kaufen. Müsst ihr euch überlegen, ob euch das wert ist, ob ihr das überhaupt jemals macht oder ob ihr einfach nur so hier beim Schelm reingeschaut habt. Ja, das wär's. Mehr habe ich, glaube ich, gerade gar nicht zu erzählen. Wenn ihr keine Fragen mehr habt. Wir sind jetzt eine Viertelstunde über einer Stunde drüber. Ich wollte eigentlich immer eine Stunde anpeilen, aber es gab ja hier genug zu erzählen. Ich hoffe, niemanden mit dem Wortschwall gelangweilt zu haben. Ist es auch praktisch, wenn man Photoshop hat. Klar, du kannst Fotos von Photoshop da reinpacken, aber ich möchte gar nicht mehr mit Photoshop arbeiten. Ich finde das hier echt cooler. Es gibt einige Effekte, die kann, also was die Filter angeht, ist Foto noch nicht so weit wie Photoshop natürlich. Auch die ganzen KI-Funktionen, die mittlerweile in Photoshop immer wieder reingebaut wurden, gibt es hier natürlich nicht. Das ist alles sehr viel weniger. Aber du hast CS2, okay. Creative Suite 2. Nee. Creative Cloud ist das Neuere gewesen. Creative Suite ist das, was schon 15 Jahre alt ist. Okay. Ja, das hatte ich auch mal irgendwann noch von meinem Lehrstuhl-Lizenz. Das lief dann aber irgendwann nicht mehr. Ja, ich brauche keinen Photoshop mehr. Ihr könnt natürlich gerne mit beiden zusammenarbeiten, rüberkopieren hin und her, aber ich brauche es nicht mehr. Photoshop halt für manche Effekte, klar. Kann man immer noch nehmen. Aber, wie gesagt, wenn ihr dafür zahlen müsst, 17 Euro im Monat, dann würde ich sagen, nach momentan 2 Monaten habt ihr das Geld für die Software hier drin und zahlt dann keinen Cent mehr. Und das macht einfach Spaß. Die Software ist wahnsinnig flüssig und du kannst da einfach irgendwelche Sachen manipulieren. Das geht alles in Echtzeit. Es hängt sich nicht auf. Es kommt mit dieser Charyptorex-Datei einigermaßen gut zurecht. Und ja, schaut es euch mal an. Ihr habt 3 Monate kostenlos zur Verfügung. Und wenn ihr es danach kaufen wollt, dann zahlt ihr 27 Euro. Da könnt ihr nicht viel falsch machen. Okay. Ja. Wenn dann jetzt nichts mehr von euch kommt, würde ich sagen, 22.19 Uhr, wir beenden das Ganze mal.
In der nächsten Woche gibt es die Auswertung von der Umfrage. Die zwei Wochen sind dann schon wieder rum. Es ist der 15. Das heißt, ihr werdet erfahren, wer die drei Preise gewonnen hat. Die drei Preise habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ha, das muss ich doch noch machen. Ich habe sie zwar gezeigt, aber bin nicht drauf eingegangen. Also schalten wir nochmal um auf die Filmschau. Das wollte ich nicht hören. Ausschalten, da. Sondern wir gehen nochmal kurz auf die Preise ein. Da sind sie. Ihr könnt gewinnen. Das Herbarium 2, was ich letzten Monat verbaselt habe, das gibt es jetzt zu gewinnen in diesem Monat. Aber auch zwei Abenteuer. Einmal das Solo-Abenteuer, die Nacht der Feuertaufe. Und einmal das Regionalspielhilfen-Abenteuer Runen des Schicksals von Jeanette Marsteller. Da gibt es übrigens seit heute einen Werkstattbericht zu dem Abenteuer. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, ob ihr das interessant findet. Beides könnt ihr noch bis nächsten Montag 20 Uhr in dem Preisausschreiben gewinnen, wenn ihr da mitmacht und an der Umfrage vielleicht auch noch teilnehmt, wenn ihr wollt. Und dann gibt es ab 21 Uhr die Preisverleihung und natürlich wieder schöne Nachrichten aus Aventurien. Vielleicht zeige ich dann ja auch schon den Magierturm von Yolgomak. Vielleicht mit Gernot zusammen. Vielleicht haben wir das vorher schon in einem Livestream gemacht. Ihr werdet es erfahren. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen zum Layouten mit Affinity oder sonst was habt, dann schießt einfach los auf Discord über E-Mail oder auf Facebook, wo ihr gerne möchtet. Ich bin überall erreichbar. Und wenn ihr dann nochmal irgendwann sehen wollt, wie man das Ganze jetzt im Skriptorium hochlädt, dann kann ich dazu auch gerne nochmal eine kleine Folge machen oder sowas. Dann erfahrt ihr auch ein bisschen, wie viel man dabei verdienen kann und wie viel Arbeit da drin steckt. Vielen Dank und bis nächste Woche.